Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Rise of the Ronin mit der Reise nach Edo. Ja, ich komme mit. Wir reisen jetzt nach Edo. Was es auch immer bedeutet. Mal gucken. Also hinreisen, aber was es jetzt genau bedeutet, ob wir da jetzt bleiben. Ich bin gespannt, wenn hier jetzt schon fertig in Yokohama. Da haben wir alles gemacht. Insofern würde ich sagen, geht es jetzt los. Bist du sicher, dass du die Region verlassen möchtest? Du kannst später hierhin zurückkehren, Ronin. Ich danke dir. Dann los. Genau. Fumi wurde entführt. Sie ist in Edo. Und da müssen wir jetzt auch hin. Aber es scheint ein richtig neues Gebiet zu sein. Los, steh auf! Fumi. Nicht Femo. Fumi. Du bist der Nächste. Danke. Weg da! Los, hast du den Meister Shuin! Er ist so gestorben, wie er wollte. Gesehen, oder? Er ist seinen Idealen bis zum Ende treu geblieben. Mhm. Irgendwo stark, ne? Also schon beeindruckend. Also, ich meine, er hätte überleben können. Er hätte fliehen können. Aber für sein Ideal ist er draufgegangen. Ja, das hat mich beeindruckt. Er hat sich mit Entschlossenheit seinem Schicksal gestellt. Wir können alle von ihm lernen. Aber für Trauer bleibt uns keine Zeit. Katsura, Shinsaku, Gensui. Sein Wirken hat sie und so viele andere inspiriert. Durch seinen Tod hat Meister Shuin uns etwas vermacht. Was genau das ist? Nun, das kann ich noch nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich alles versuchen muss, um ein neues Japan zu schaffen. Los, gehen wir jetzt zu Katsura und den anderen. Sie haben sich wohl in dem alten Saihoji-Tempel versteckt. Okay. Begib dich mit Ryoma zum Saihoji-Tempel. Edo ist die Basis des Shogunats. Der rote Dämon hat seine Augen überall. Wir müssen unbemerkt bleiben. Oh, also jetzt scheinen wir uns mehr mit ihm. Oh Gott, das ist ein neues Gebiet hier. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oh Gott. Aber scheint kleiner zu sein. Also nicht mal so. Wir haben keine großen Gebiete mehr. Wie das noch im ersten Kapitel war. Oder im ersten Gebiet, besser gesagt. Hat ja keine Kapitel. Okay.
Jene, die sich in Edo versammeln. Katsura, okay. Die anderen werden es schwer haben, Fumi zu finden. Es gibt einfach zu wenige Anhaltspunkte. Jetzt, da Meister Shoei nicht mehr ist, könnte das ihr Ende sein. Ehrlich gesagt, hatte ich meine Hoffnungen in Meister Shoei gesetzt. Ich dachte, mit ihm hätte unser Land eine reelle Chance. 1859. Ich war töricht, Edo, mein Schicksal nicht selbst in die Hand zu nehmen. Meine Zukunft beginnt und endet mit mir. Lehnt euch nun auf. In Einigkeit. Meister Shoeins Worte werden mich für den Rest meines Lebens begleiten. Ja, jetzt wird sich der Krieg aber ganz schön verändern. Also, ich glaube, jetzt werden wir den Dämonen sehr nah. Oh, komm. Die Cholera hat so viele dahin gerafft. Oh. Es betrübt mich, Edo so zu sehen. Es ist nur noch ein Schatten des strahlenden Ortes, Alter, den ich einst kannte. So aber das haben... es nicht bleiben. Es muss etwas geschehen. Wir werden helfen. Auf jeden Fall. Wenn das ja mit Yokohama vergleicht. Der Saihoji-Tempel dient den Choshu als Treffpunkt. Um ihn zu betreten, brauchst du ein geheimes Zeichen. Ich bringe es dir bei. Hier. Hier lang. Ah ne, warte, was? Dort drücken? Ah. Beeilen wir uns. Aha. Ja, ja. Halt! Wer den Tempel betreten will, muss das Zeichen aufführen. Probier mal, was ich dir gezeigt habe. Na los, mach schon. Also gut, du darfst rein. Vielen Dank. Oh, endlich hat es aufgehört zu regnen. Wie heißt es so schön? Irgendwann endet jeder Schauer. Hm. Ja, das stimmt. Boah, das sieht schön aus. Aber Edo scheint ja wirklich, also auch wegen den Krankheiten, wirklich gezeichnet zu sein. Deinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hast du Fumi noch nicht gefunden. Darf ich stören? Tucker! Fumi! Hä? Du bist am Leben! Ja, Tucker hat mir bei der Flucht geholfen. Dann hält uns jetzt nichts mehr zurück. Aber wie hast du das nur geschafft? Ich bin mir sicher, dass ihr viele Fragen habt. Doch bitte, hebt sie für später auf. Ich habe euch etwas Wichtiges zu sagen, das nicht warten kann. Ein Aufstand des Satsuma-Clans steht unmittelbar bevor. Wenn ihr euch zusammenschließt und erfolgreich seid, könntet ihr dem Shogunat gewiss die Flügel stutzen und dieser Säuberung für immer ein Ende setzen. Klingt nach einem guten Plan. Hm, das stimmt.
Wir müssen uns zusammenschließen. Der Satsuma-Clan ist genauso mächtig wie die Shoshu. Was für ein Segen. Ein Segen? Die Satsuma sind besessen von allem, was aus dem Westen kommt. Wir können ihnen nicht trauen. Ein Bündnis wäre töricht. Hör zu, Gensui. Ich will, dass du entscheidest. Als Meister Shoins Lieblingsschüler bist du der Erbe seiner Vision. Ich schwöre, dir zu helfen, so gut ich kann. Auf jede Art. Lehnt euch nun auf. In Einigkeit. Meister, ich werde meinem Herzen folgen. Und dem Pfad, an den wir glaubten. Gehen wir zu den Satsuma. Für die Zukunft Japans müssen wir an unseren Gemeinsamkeiten festhalten und nicht an unseren Differenzen. Was sagt ihr? Habe ich eure Unterstützung? Ja. Bitte besucht mich doch später in Yoshiwara. Ich möchte allein mit euch reden. Okay. Haben wir ja gar kein Feuer? Nö. Okay. Meister Shoins Testament der Seele ist endlich wieder in unserem Besitz. Du solltest es auch lesen. Testament der Seele? Das sind Meister Shoins letzte Worte, die er dir anvertraut hatte. Ich glaube, er hatte gehofft, dass seine Seele auch über seinen Tod hinaus in seiner Heimat verweilen würde. Alles, wofür wir einstehen, begann mit Meister Shoin. Vielleicht hilft dir das Lesen seines Testaments, das Geschehene zu verarbeiten. Irgendwann will ich es zu einem Buch machen, damit seine Worte noch mehr Menschen erreichen. Eine Botschaft besitzt schließlich nur dann Wirkung, wenn sie überliefert wird. Okay. Ist das Testament? Testament der Seele. Du kannst nun das Testament der Seele ansehen, wie es dich erlaubt, dich an frühere Ereignisse in der Handlung zu erinnern, die du und deine Verbündeten zuvor erlebten und zuvor besuchte Gebiete erneut zu bereisen. Außerdem kannst du so auch auf verstorbene Charaktere treffen. Wenn du Missionen auf diese Weise durchlebst und auf deinem anderen Abzweigung wählst, kannst du jetzt sogar die Geschichte ändern. Ah. Okay. Ah, Kapitel 1, doch. Das ist jetzt Kapitel 2, oder wie? Okay. Gut. Danke. Auf dem Menü werden Schnellreisebanner angezeigt. Ja. Ah, geht wieder los, Leute. Aber es sind halt sehr kleine Gebiete, ne? Nix groß. Ich glaube, das ist nur das Größte hier mit. Also.
Das sieht wirklich sehr, sehr easy aus. Warte mal, wo ist denn das? Da vielleicht mal wirklich. Da hinten. Nee. Dann. Oder komme ich auch hier raus? Nee. Dachte ich mir. Suche Taka in Yoshiwara auf. Okay. Gut. Schau dich in Ruhe um. Edo befindet sich gerade unter strenger Überwachung durch das Shogunat. Du musst also große Vorsicht walten lassen. Bitte wähle einen Zielort aus. Freudenviertel, Yoshiwara. Achso, ich kann mich nicht frei bewegen. Oder wie? Achso. Also kann ich nicht einfach so rumrennen, wie ich das gewohnt bin, oder? Oder was? Das wäre ein bisschen weird. Hat. 2 von 3 haben wir schon. Wie denn das? Okay, da ist eins. Mhm. Na gut. Da seid ihr ja. Nun, es ist langsam an der Zeit, euch die Wahrheit zu sagen. Doch ich fürchte, zunächst gibt es noch ein Gesuch, das ihr mir erfüllen müsst. Werdet ihr mich anhören? Du kannst auf mich zählen. Danke. Erneut beweist ihr eure Güte. Ich werde erstmal in mein Zimmer zurückkehren. Bitte kommt wieder. Ich werde auf euch warten. Okay. Mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit mehrere erkrankte Geishas verschwunden sind. Ich habe mich entschieden, das zu untersuchen und herausgefunden, wo sich eine gewisse Geisha gerade zur Behandlung aufhält. Ich würde mir keine Sorgen machen, wenn ein Arzt sie behandeln würde. Aber es scheint gar keiner vor Ort zu sein. Das ist noch nicht alles. Wie mir scheint, tun alle so, als würden sie nicht bemerken, was da geschieht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wärt ihr so gütig und würdet nach dieser Geisha sehen? Ich werde mich in der Zwischenzeit weiter umhören und versuchen, mehr herauszufinden. Verstanden. Ich danke euch. Tut so, als wärt ihr ein zahlender Gast. Dann könnt ihr euch sicher unbehelligt dem Zimmer nähern. Ich wünsche euch viel Glück. Okay. Ein Licht in der Dunkelheit. Sieh nach der kranken Geisha. Okay. Da muss man jetzt irgendwie sich erstmal dran gewöhnen. Ein neuer Ort ist jetzt irgendwie ganz anders, diese Folge, als jemand das so gewohnt ist. Ist richtig oder davon? Nee, ist richtig. Okay. Hallöchen. Folge die Schritte der kranken Geisha zurück. Hm? Ah, Lara Croft und The Guardian of Light ist in meinem Angebot. Danke. Das freut mich. Wer ist da? Störe ich? Wie bist du hier reingekommen? Los, raus! Du störst die Behandlung!
behandle dich gleich. Ich bin nämlich auch Arzt. Mit meinen Schwertern. Und die sind meine Schwerter, sind meine Krankenschwestern. Was für eine Behandlung soll es bitte sein? Unsere Geishas sind unser ganzer Stolz, aber wenn sie nicht arbeiten können, sind sie nur Ballast. Und uns fehlen die Mittel, sie durchzubringen, bis es ihnen besser geht. Du bist auch recht, jetzt, Ballast. Jetzt, wo du das gesehen hast, hab ich keine Wahl. Männer, räumt ihn aus dem Weg! Ja, ich räum dich dir aus dem Weg. Du hast recht. Wenn die Nutzlosen sterben müssen, dann bringe ich euch um. Also... Keine Angst, Kleiner. Ich tue mir gleich nichts mehr. Oh Gott. Na los, macht euch nützlich! Macht euch nützlich. Du bist alleine. Ah, nee, doch nicht. Wow, es ist Freunde. Cool. Nein. Ah, fuck. Was ist denn hier? Ist denn eine Hustenparty oder was? Das war dumm, weil... Und... Oh, jetzt haben wir noch. Was? Na. Ah. Der mit seinem Feuerschwert abgedankt. Aua. Ja. Komm her. Na komm. Upsi. Meinst du wirklich, du gewinnst? Ach ja. Ich weiß ja, die nimmst taugen und der nutzlos, ne? Heißt, wenn du mich besiegst, bist du wertvoll. Wenn nicht, dann bist du nutzlos. Also. Dann bist du jetzt immer nutzlos. Tschüss. Zu spät. Mein ganzer Körper schmerzt. Meine einst so schöne Haut ist. Wenn ich kein Geld mehr einbringe, ist für mich in Yoshiwara kein Platz mehr. Ich kann höchstens fliehen. Aber selbst dann würden sie mich trotzdem finden und dafür sorgen, dass ich für immer schweige. Ich bring dich heraus. Du musst zu einem Arzt. Ein Arzt? Aber eine niedere Geisha wie ich. Die Welt ist im Wandel. Im Wandel? Ihr damit sagen, dass selbst für mich noch Platz in ihr ist? Wenn das stimmt. Na gut, ich will euch gern glauben. Mir bleibt ohnehin nicht mehr lange. Alter, was für ein hartes Kapitel. Wie gibt dich wieder an die Oberfläche? Alter. Also mit Kapitel 1 war halt, ne, normal. Die ist da oben. Wo ist denn die Katze? Hier. Ach, warum nicht? Nehmen wir mit. Na, Kleine, lang nicht mehr gemacht. Ja,
Oh, wie süß. Gut. 41 haben wir jetzt. Gut. Hey. Es ist getan. Ich nehme mal an, ihr habt das Mädchen gesehen? Ging es ihr gut? Ich weiß nicht. Na gut, sie ist auf dem Weg der Genesung, aber ich weiß nicht, was es bringt. Ab wann kann sie fliehen und zum Arzt, ne? Ja, sie ist auf dem Weg der Genesung. Ach, verstehe. Mehr kann ich wohl nicht von euch verlangen. Was neue Erkenntnisse meinerseits anbelangt, mir ist nun die gesamte Tragweite dieser Angelegenheit bewusst. Die Mädchen, die verschwunden sind, wurden irgendwo unter Tage getötet. Und ihre Leichen wurden am Saihoji-Tempel begraben. Wir müssen die anderen Mädchen wissen lassen, dass es mit diesem Schrecken nun vorbei ist. Vielleicht wird das ihnen wenigstens ein kleiner Trost sein. Ich kann nur hoffen, dass sie nun in Frieden ruhen. Gerüchten zufolge hat ein Beamter des Shogunats die Kranken getötet. Er soll das Freudenviertel auf der Suche nach neuen Opfern durchkämmt haben. Das ergibt durchaus Sinn. Viele sind frustriert darüber, wie das Shogunat die Epidemie bekämpft. Ein Zeichen dafür, wie unglücklich das Volk wirklich ist. Das muss sich ändern. In der Tat. Ich hoffe, dass sich jene, die sich in den Schatten verstecken, eines Tages so frei bewegen können wie jene, die im Licht leben. Ich habe mit dem Kopf von Yoshiwara über den Mann geredet, der hinter all dem steckt. Aber das Freudenviertel ist arm und besitzt keinerlei Einfluss. Also würde ich nicht darauf wetten, dass er irgendetwas unternehmen wird. Der Mörder lebt ungestraft weiter, während wir beide an unser Gewissen gebunden sind. Das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Ja, mehr kann eine Frau meines Standes nicht tun. Vermutlich hatten die Frauen eine ähnliche Einstellung wie ich. Sie haben sich auch nach Freiheit gesehnt. Als wir uns das erste Mal trafen, erschien ihr mir so frei. Aber in Wahrheit hat eure Vergangenheit auch euch in Ketten gelegt. Wir beide verbergen schon unser ganzes Leben lang unsere Fesseln vor der Welt. Obwohl wir sehr verschieden sind, haben wir doch viele Dinge gemeinsam. Erinnert ihr euch noch daran, wie ich euch bat, diese Bilder aufzunehmen? Ich habe das Gefühl, wir sind uns seitdem so viel näher gekommen. Es heißt, dass der wahre Sinn einer Kamera darin besteht, jemandes Erinnerungen festzuhalten. So habe ich das im Freudenviertel nie wirklich betrachtet. Wie wäre es, wenn wir noch eine Aufnahme machen? Und zwar hier und jetzt. So können wir sicher gehen, dass wir diesen Moment nie vergessen. Ich hoffe mal, dass ihr wisst, was ihr da tut. Ja, ich habe schon genug Fotos gemacht. Eine schöne Erinnerung. Ich hoffe, dass ihr gut auf dieses Foto Acht geben werdet. So kann ich immer bei euch sein. Mission abgeschlossen. Ein Licht.
In der Dunkelheit. Blumenkimono des Freudenviertels erhalten. Und ja, vielleicht ein Tick besser dann als meins. Nicht. Ja. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich sehe gar keine öffentliche Ordnung. Okay. Gut, Leute. Dann machen wir erstmal beim nächsten Mal weiter. Mal gucken, was wir da machen. Ich weiß gar nicht, ob man sich jetzt frei bewegen kann. Ob mir jetzt doch eingeschränkt ist. Na, müssen wir mal gucken. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns. Bis dann. Haut rein. Tschüssi.